Welche sind die beliebtesten 50 Dividendenaktien für deinen langfristigen Vermögensaufbau und zu welchem Preis sind diese Aktieneinkauf? Das ermitteln wir einmal im Quartal mit Hilfe unserer über 100.000 Mitglieder, die im Aktienfinder auf der Suche nach zuverlässigen und zugleich günstig bewerteten Dividendenaktien sind. In diesem Video zeige ich dir die Liste, schauen wir uns die Top 3 der beliebtesten 50 Dividendenaktien an. Und nenne ich dir meinen Favoriten. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitierst. An der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung als Disclaimer. Jetzt legen wir aber los und schauen uns die Liste der Top 50 Dividendenaktien an. Die gibt es in diesem Artikel der Top 50 Dividendenaktien im Herbst 2023. Der Artikel ist kostenlos. Ich verlinke ihn unten in der Videobeschreibung und werde es auch im Video hier direkt einbinden. Und die Liste siehst du hier. Und was da auffällt, vielleicht zunächst sind die Flaggen. Und da sind natürlich sehr viele US-Unternehmen dabei. Und um die erste Europa-Aktie quasi zu haben, die nicht im angelsächsischen Raum ist, dann wären wir schon auf Platz 15. Dann gibt es auch ein paar Deutsche. Also ist das klassische Bild, dass wir sehr viele US-Amerikaner haben. Und dann, wenn man sich die Namen anschaut, viele große bekannte Namen, die eben für Qualität stehen. Genau darum geht es ja auch im Aktienfinder. Und ermittelt haben wir da die Platzierung hier anhand der Anzahl Kauflimits. BlackRock hat jetzt 837 Kauflimits von unseren Mitgliedern gesetzt, Johnson & Johnson 810 etc. absteigend. Dann haben wir hier die Platzierung, das heißt Unilever war die alte Nummer 1. Wir veröffentlichen das ja einmal im Quartal, diesen Artikel auf unserem Blog jeweils kostenlos. Ist jetzt also um 3 Plätze gefallen auf Platz 4. Dann haben wir dann die Dividendenrendite und in Klammern das langfristige mittlere Dividendenwachstum pro Jahr. Und die letzten 2 Spalten, da geht es um den Preis, also wann die Aktie quasi oder zu welchem Preis die Aktie jeweils ein Kauf ist. Und das haben wir gemacht oder ermittelt anhand der Kauflimits und anhand des durchschnittlichen Kauflimits unserer Mitglieder. Das heißt, bei BlackRock liegt das durchschnittliche Kauflimit bei 572 Euro. Und dann haben wir die letzte Spalte Abschlag. Und das zeigt an, um wie viel die Aktienkurs noch fallen müsste, damit dieses durchschnittliche Kauflimit erreicht ist. Und da wird es dann auch nochmal ganz interessant, nämlich ihr seht hier in grün eingefärbt einige Zellen, zum Beispiel, und weil diese einen negativen Abschlag haben. Das heißt, hier ist der Aktienkurs schon so stark gefallen, dass das durchschnittliche Kauflimit erreicht, beziehungsweise sogar schon unterschritten wurde. Das ist zum Beispiel der Fall bei Realty Income und 3M. Und das sind dann Aktien, wo auch im Umkehrschluss die Dividendenrendite dermal in die Höhe geschnellt ist, weil es auch zu keiner Dividendenkürzung kam. Und jetzt haben wir hier das Ganze auch noch für euch verlinkt. Jede Aktie ist hier für euch verlinkt. Und wenn wir dann uns beispielsweise Realty Income mal anschauen, dann kommt ihr dann auf das Dividendenprofil und dann seht ihr nicht nur die Dividende inklusive Prognosen, sondern ihr seht hier dann auch den Verlauf der Dividendenrendite und dann seht ihr hier die Dividendenrendite, die aktuelle bei 6,1%. Und man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, dass das auf Allzeithoch ist, beziehungsweise nicht auf Allzeithoch, aber seit 2013 war die Dividendenrendite nie höher, fiel sie nie höher aus als heute. Und dann habt ihr hier auch noch die erwartete Dividendensteigerung drin im Fall von Realty Income und dann die höhere Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Also ich denke, diese Liste ist schon sehr interessant. Und auch weltweit einmalig. Und was wir dann in dem Artikel auch noch haben, da haben wir noch einzelne Aktien dann noch näher durchleuchtet. Zufällig Realty Income und 3M, also die ersten 2 Aktien, die quasi einen negativen Abschlag haben. Aber dann haben wir mit East Group Properties noch eine Aktie gecovert, die ein echter Geheimtipp ist und ja gar nicht auftaucht in der Liste der 50 Dividendenaktien. So, den Artikel könnt ihr euch dann also parallel zu dem Video zu Gemüte führen. Und wir gucken uns jetzt an die Top 3. Da gehen wir gleich nochmal zur Liste runter. Und zwar BlackRock, Johnson & Johnson und Coca-Cola. Nicht Coca und Cola. Und ich nenne euch dann am Ende meinen Favoriten. Los geht's.
Und hier habe ich schon BlackRock eingegeben. Wir gehen jetzt direkt in den Aktienfinder rein. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Was macht ihn so attraktiv als, oder die Aktie als Dividendenaktie? Gehen wir mal in den Dividendenalarm rein. Das sehen wir schon hier. Aktuell die Dividendenrendite bei 3,1%. Und wir sehen hier die zuverlässig steigenden Dividenden. BlackRock steigert die Dividende seit 13 Jahren, hat sie seit 19 Jahren nicht gesenkt. Im Mittel um die zwischen 11 und 12% irgendwo im Jahr wächst die Dividende, also dynamisches Dividendenwachstum. Und wir sehen hier im Qualitätscheck auch mal gleich nochmal, wie die Dividenden schön steigen. Und dann sehen wir aber auch eine Zyklik, und zwar haben wir hier so einen kleinen Rückgang beim Gewinn, das waren wir in der Finanzkrise 2008, 2009 und das haben wir jetzt wieder. Wir hatten im Jahr 2021 ein sehr gutes Jahr gehabt bei BlackRock. Wenn man in den Gewinnfluss, nein, wenn man in den Fernwert hier geht, dann sieht man, wie das Jahr 2021, da krasste die Aktie schon fast an den 1000 US-Dollar. Da sind die Aktienmärkte auch relativ gut gelaufen. Und dann kamen die Zinserhöhungen und dann waren Aktien nicht mehr alternativlos. Dann sind die Aktienkurse gefallen. Nicht nur Aktienkurse, auch Anleihekurse sind gefallen. Und das verwaltete Vermögen, das Asset Under Management von BlackRock ist entsprechend geschrumpft. Und zwar Ende 2021, da hatten wir noch gut 10 Billionen US-Dollar Asset Under Management. Und das fiel dann bis zum Ende 2022, vierten Quartal, auf unter 8 Billionen US-Dollar, also von 10 auf 8 Billionen US-Dollar. Und parallel dazu sind dann auch die Aktienkurse regelrecht abgestürzt, oder der Aktienkurs von hier 970 auf 600 US-Dollar. Seitdem wieder eine relativ volatile Seitwärtsbewegung, würde ich das mal nennen. Und das macht natürlich jetzt auch, das führt natürlich auch dazu, dass die Dividendenrenditen entsprechend stark sich geändert hatten. Wenn wir hier nochmal in den Dividendenalarm gehen, dann sieht man, dass die Dividendenrendite, als die Aktie schon die 1000 Dollar quasi anvisierte, da lag sie bei lediglich 1,7% und jetzt die besagten 3,1%. Und wir haben da jetzt eben eine gewisse Zyklik drin und jetzt wäre eventuell wieder eine gute Kaufgelegenheit, sich die Aktie ins Depot zu holen. Ist die Dividende sicher? Da kann man zum Beispiel den freien Cashflow sich anschauen. Da sieht man, dass sowohl der freie Cashflow als auch der Gewinn die Dividende deckt. Wir haben Analystenschätzungen, die sehr optimistisch sind bezüglich des freien Cashflows hier. Allgemein ist es auch so, dass ich nicht nur denke, dass das Ganze zyklisch ist, BlackRock, und wenn es mit den Aktienkursen wieder bergauf geht, dass wir dann auch wieder hier steigende Gewinne haben werden mit neuen Allzeithochs als Rekordgewinn, sondern ich vermute auch, oder es könnte sein, und das habe ich von Larry Fink selbst, dass es einen neuen Megatrend geben könnte, der BlackRock in die Karten spielt. Und zwar geht es darum, dass die öffentlichen Haushalte ja überschuldet sind. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in den USA so, in anderen westlichen Ländern. Auf der einen Seite hat also der Staat, obwohl er Rekordeinnahmen hat, kommt er mit dem Geld nicht zurecht und hat deshalb hohe Schulden. Jetzt dann möglicherweise bei steigenden Zinsen natürlich dann auch eine höhere Zinslast zu bewältigen. Auf der anderen Seite haben wir private Vermögen in den Billionenbeträgen, die darauf warten, gut angelegt zu werden. Und es könnte sein, dass wir mittel- und langfristig einen Trend haben werden, dass Ausgaben, die momentan von der öffentlichen Hand geschultert werden, in die private Hand überführt werden. Und das könnte dann dazu führen, dass es neue Investitionsmöglichkeiten eben gibt für Privatanleger, für privates Geld. Und glaubt mal, ratet mal, wer dann diese neuen Pakete oder ja, Investmentvehikel schnüren und verkaufen würde. Vermutlich der größte Vermögensverwalter der Welt namens BlackRock. Also ich bin bei BlackRock relativ optimistisch. Zum einen, dass wir diese konjunkturellen Zykliken, dass nach einer konjunkturellen Delle es wieder aufwärts geht, zum einen, und zum anderen auch auf den Ausblick auch bezüglich neuer Finanzinstrumente, mit denen BlackRock eventuell dann auch neues Geld verdienen kann.
Sehr solide sieht man auch nochmal, bezüglich ist die Dividende sicher hier. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Bilanz aussieht, dann haben wir hier die zinstragenden Schulden, die fast komplett gedeckt sind durch liquide Mittel. Und wir haben hier schön die Tilgungskraft, diese grüne Fläche hier, die quasi zeigt, dass selbst nach Dividendenzahlungen immer noch Geld übrig bleibt anhand von echtem Cashflow, der dann quasi in die Bilanz fließen kann, beziehungsweise in Aktienrückkäufe fließen kann, was BlackRock ja auch macht. Die kaufen auch Aktien zurück. Dann bleibt uns jetzt noch die Bewertung. Dazu gehen wir hier rein, die dynamische Aktienbewertung. Und die können wir auch anhand des bilanzierten Gewinns machen, der sich kaum ändert. Bezüglich des bereinigten Gewinns legen wir mal den fairen Wert drüber. Und dann sehen wir hier das, was wir relativ häufig sehen. Als es gut gelaufen ist, gab es eine extreme Übertreibung am Aktienmarkt. Da waren dann, obwohl wir dann auf dem Höhepunkt der Gewinnentwicklung, auf dem vorläufigen Höhepunkt der Gewinnentwicklung, wäre dann die Aktie knapp 700 US-Dollar wert gewesen. Der Aktienkurs ist aber auf über 970 US-Dollar gestiegen. Die Aktie war also massiv überbewertet. Und als es dann zu den Zinserhöhungen kam, das Geschäft sich quasi verschlechtert hatte, es hat auch Nettomittelabflüsse gegeben dann in dem Zeitrahmen. Das heißt, das Asset Under Management ist nicht nur geschrumpft, weil die Kurse schrumpften, sondern auch, weil es Mittelabflüsse gegeben hat. Mittlerweile gibt es wieder Mittelzuflüsse. Also es spricht einiges dafür, dass wir diese konjunkturelle Delle bald wieder überwunden haben werden und es dann wieder aufwärts geht. Jetzt dann aber die massiven Abverkäufe, damit die Aktie wieder zum fairen Wert zurückkehrt. Und momentan ist die BlackRock-Aktie nahezu fair bewertet. Aktienkurs 642 US-Dollar, fairer Wert, basierend auf das laufende Geschäftsjahr, was ja nicht mal allzu lange andauert, 630 US-Dollar. Jetzt sind wir noch ein bisschen näher rein. Dann kann man sich jetzt die erwartete Rendite mal anzeigen lassen und die liege bei jährlich 12, bei 12,5%, was natürlich dem Gewinnwachstum hier zu verdanken ist, das dann zweistellig sein soll, um 12, 11%, was ja wieder genau das langfristige dem langfristigen Dividendenwachstum entspricht, haben wir ja auch gesehen, ist auch bei um die 12%. Natürlich muss langfristig Gewinn- und Dividendenwachstum Hand in Hand gehen. Ist also schon relativ attraktiv, 12,5%. Momentan die Aktie minimal überbewertet. Jetzt könnte man sich noch sagen, okay, ja, wir gehen, also der faire Wert übrigens liege dann bei knapp 790 US-Dollar. Knapp 790 US-Dollar. Also es ist also deutlich unter dem, was die Aktie bereits gekostet hat im Jahr 2021. Man könnte trotzdem noch ein bisschen nach unten korrigieren, zum Beispiel hier auf 710 US-Dollar und sich dann mal anzeigen lassen, wie hoch ist dann die erwartete Rendite. Dann liege die bei 7,8%, alles brutto vor Steuern. Wäre also quasi ein guter Performer mit dem gesamten Aktienmarkt, sogar noch leicht überdurchschnittlich. Das heißt, die Aktie ist eigentlich schon relativ attraktiv bewertet. Man könnte natürlich auch noch Kauflimits gegebenenfalls setzen hier, zum Beispiel hier bei um die 580 US-Dollar und dann mal gucken, wenn man dann immer noch vorsichtig dann auch einen fairen Wert rauspickt, dann käme man wieder auf die 12,5% jährliche Rendite. Und das wäre jetzt auch sowas, wo ich sagen würde, 580 US-Dollar, da wäre die Aktie jetzt auch für mich persönlich interessant. Das heißt, da kann ich dann hier auch ein Kauflimit setzen. Das werde ich jetzt auch tun, bei 580 nicht Euro, sondern US-Dollar. Und dann kriege ich dann automatisch eine Mail, wenn BlackRock entsprechend diesen Aktienkurs erreicht haben sollte. Das wäre dann wirklich aus meiner Sicht ein Kaufniveau, wo ich vermutlich auch nicht länger widerstehen könnte. Ich habe übrigens, bin bereits in BlackRock investiert in einem meiner Depots, aber für Nachkauf wäre das dann schon sehr gut. Aktie Nummer 2, welche war das? Das war Johnson & Johnson hier. Und Johnson & Johnson holen wir uns jetzt auch rein in den Screener. Johnson & Johnson, das ist das Symbol. Man kann hier nach ISIN suchen, nach Name oder auch nach Symbol und gehen wir zu Johnson & Johnson. Dividendenrendite bei 2,9%, ganz leicht unterhalb der von BlackRock. Wir haben hier einen Dividendenaristokraten mit 61 Jahren Dividendensteigerung am Stück und mittleres jährliches Dividendenwachstum bei ungefähr bei der Hälfte von BlackRock, bei um die 6%. Gucken wir uns mal an, die aktuelle Dividendenrendite, die ja bei den 2,9% liegt und man sieht,
Das ist auch relativ hoch im Vergleich zum historischen Mittelwert. Man sieht die Dividendenrendite zackt sehr nervös, die ändert sich schlagartig scheinbar, pendeln zwischen den 2,9% und 2,5%. Teilweise lag es ja auch schon bei nur 2,4%. Und dann haben wir hier auch die prognostiziertes Dividendenwachstum. Es sollte also nur eine kurze Frage der Zeit sein, bis bei einem Kauf heute die persönliche Dividendenrendite dann auch 3% übersteigt. Gehen wir mal hier oder in den Qualitätscheck rein, beziehungsweise was gibt es zu sagen bezüglich Johnson & Johnson. Johnson & Johnson hat jetzt nur noch zwei Geschäftsfelder, kann man hier im Unternehmensprofil lesen, nämlich hier Gesundheitsversorgung bzw. Pharma und medizinische Produkte. Wenn wir hier in die Segmente gehen, basierend auf den Jahreszahlen, also auf den Geschäftsberichten, dann sieht man drei Segmente, nämlich Medical Devices, Pharmaceutical und Consumer. Und Consumer wurde jetzt abgespalten in ein neues Unternehmen namens Kenvue. Das sieht man dann hier. Die kann man sich auch noch anzeigen lassen. Kenvue. Und hier kommt dann Kenvue rein. Und das ist jetzt quasi rausgeflogen. Kenvue, das sieht man hier, notiert, börsennotiert seit dem April diesen Jahres. Dann steigende Aktienkurse und jetzt gefallen, war also bisher kein gutes Investment. Und Kenvue, sieht man jetzt hier die Segmente. Und dieses Segment hier ist das alte Consumer-Segment von Johnson & Johnson. Ihr könnt hier sehen, 14,95 Milliarden US-Dollar Umsatz im Dezember 2022, letztes vollständiges Geschäftsjahr. Und diese 14,95 Milliarden, die finden wir bei, sollten wir jedenfalls bei Johnson & Johnson wiederfinden. Genau hier, 14,95 Milliarden im Consumer-Bereich, jetzt Kenvue. Und warum ist das interessant für uns als mögliche Johnson & Johnson Aktionäre? Ich habe übrigens auch Johnson & Johnson Aktien. Wenn wir uns die Segmente hier anschauen, dann ist A interessant, wie hoch ist das Wachstum dieser Segmente und B, wie hoch sind die Margen, wie profitabel sind diese Segmente. Wenn wir jetzt wissen wollen, ob Johnson & Johnson ohne das Consumer-Segment besser fährt als mit, gucken wir uns das Consumer-Segment an, dann sehen wir, dass wir so gut wie kein Umsatzwachstum in diesem Segment haben. Oder gucken wir uns die Margen an, das ist hier im Tooltip rechts, 20% knapp Marge, gucken wir uns die Jahre vorher an, da war es nur 9%, gucken wir uns nochmal ein Jahr vorher an, da war es sogar eine negative Marge, weil hier auch vermutlich diese Klage um das asbestverseuchte Babypulver eine Rolle spielen, die zu hohen Abschreibungen bzw. Rückstellungen geführt haben, wegen Schadenersatzforderungen und hier 14%, 16% etc. Wir sind also Stagnation, dann sehen wir hier Schadenersatzforderungen drin und Margen, die relativ stark schwankten in den letzten Jahren. Gucken wir uns die anderen Segmente hingegen an, insbesondere Pharmaceutical, dann sehen wir, dass wir hier durchaus Wachstum haben und Margen, die jetzt bei 30% liegen, also deutlich über den knapp 20%. Hier lagen sie sogar bei 34%. Also in den letzten Jahren ist es sehr gut gelaufen, hier war es mal ein bisschen niedriger. Gucken wir uns Medical Devices an, dann sehen wir ähnlich wie bei Consumer, wenig Wachstum und Margen, die sogar noch ein Stückchen schwächer sind in den letzten Jahren als bei Consumer. Also die Perle bei Johnson & Johnson ist definitiv der Pharmaceutical-Bereich und das neue Johnson & Johnson hat quasi diese Segmente. Wie wirkt sich das Ganze aus, wenn das Consumer-Segment weg ist? Selbstverständlich gehen die Umsätze nach oben, aber die Margen steigen ebenfalls. Umsätze gehen nach unten, das seht ihr hier, sind die Schätzungen, und die Margen gehen nach oben, das seht ihr hier. Gucken wir mal kurz noch an, ob die Dividenden sicher sind, bei diesem Dividendenaristokraten mit 6 Jahrzehnten Dividendensteigerung. Dazu kann man sich sowohl den Gewinn als auch den freien Cashflow zu Gemüte führen, das wäre dann der freie Cashflow. Bleiben wir erstmal beim Gewinn, da fällt vielleicht auf, dass es ein relativ großes Delta zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn gibt. Das liegt zum einen an Abschreibungen, aber auch um spezielle Kosten, die im Zusammenhang mit
Corona-Impfstoffen, Johnson & Johnson hat auch Corona-Impfstoffe hergestellt, angefallen sind einmalige Zusatzkosten und auch der besagten Abspaltung von Kenvue. Gedeckt ist die Dividende sogar noch anhand des bilanzierten Gewinns, der relativ niedrig ausfällt, der aber dann wieder relativ stark steigen soll, weil das ja viel einmalige Sondereffekte waren. Wir können uns auch den freien Cashflow anschauen, da sieht man, dass der jetzt auch erstmal gesunken ist, aber immer noch die Dividende deckt. Es gibt keine Schätzung hier interessanterweise für den freien Cashflow, aber für den operativen, man sieht, dass der quasi parallel verläuft und der operative Cashflow wieder stark wachsen soll und entsprechend wird dann auch der freie Cashflow wieder wachsen. Also ich gehe davon aus, dass die Dividende sicher ist. Man könnte hier auch nochmal gucken, was die Bilanz verträgt, falls es doch mal schlechter kommt, wie vermutet. Dann sieht man, dass Johnson & Johnson eine sehr solide Bilanz hat. Das heißt, wir haben liquide Mittel, wir haben zwar Schulden, sage ich in Anführungszeichen, zinstragende Schulden von knapp 46 Milliarden, was erstmal viel klingt, aber wir haben auch liquide Mittel in Höhe von 28, 29 Milliarden und wir haben Dividendenzahlungen in Höhe von 12 Milliarden und da passen also die liquiden Mittel quasi zweimal rein, also zwei Jahre könnten bezahlt werden, nur aus den liquiden Mitteln, also aus der Bilanz heraus. Das heißt, ich sehe da jetzt kein Problem bezüglich der Sicherheit der Dividende. Bleibt die Frage, ob die Aktie günstig bewertet ist derzeit. Was man übrigens auch noch immer schön sehen kann hier in der dynamischen Aktienbewertung, das ist die langfristige Rendite, die man mit so einer Aktie erzielen kann. Ich lege jetzt bei Johnson & Johnson bei 6,5%. Das ist also quasi der Marktdurchschnitt. Das ist also das, was man bei Johnson & Johnson langfristig erwarten kann. Wir haben hier hinten auch ja die Kennzahlen bezüglich der Gewinnentwicklung, der langfristigen Gewinnentwicklung. Da sieht man dann beispielsweise, dass Johnson & Johnson BlackRock hinterherhinkt. Wir gucken uns jetzt anhand des bereinigten Gewinns den fairen Wert an der Aktie und gucken dann, ob wir vielleicht noch so ein Turbo haben durch eine Unterbewertung, was wir quasi erwarten können, eine Rendite-Turbo. Und tatsächlich ist der Fall, wir haben bei Johnson & Johnson momentan ein bereinigtes KGV von 15,3, was auch sicherlich deutlich unter dem liegen wird, nicht mal so deutlich, aber unter dem liegt, was BlackRock hat, mit einem bereinigten KGV von 18, also knapp 3 Punkte drunter. Der Aktienkurs bei 158 US-Dollar, fairer Wert bei 165 US-Dollar, also eine leichte Unterbewertung. Schauen wir uns an, was die Aktie quasi für eine Rendite verspricht. Fairer Wert wäre bei 190 US-Dollar ungefähr im Jahr 2026. Das wäre dann auch ein neues Allzeithoch bei dieser Aktie. Momentan ist hoch bei um die 180 US-Dollar. Dann wäre das eine Rendite von jährlich von 8,8%, fast 9%. Zu erklären, diese relative Outperformance im Vergleich zur langfristigen Performance eben durch eine relativ günstige Bewertung. Man kann auch hier nochmal die Hilfskurse reinnehmen, ein bisschen tiefer stapeln, zum Beispiel hier hingehen, dann hätte man eine Rendite in Erwartung von 5,6% bei einem fairen Wert von 173 US-Dollar, was dann relativ konservativ wäre, weil die 173 haben wir hier beispielsweise ja schon gehabt, noch vor kurzem im August. So viel zu Johnson & Johnson, ein beliebter Basiswert, sage ich mal, Dividendenbasiswert für ein entsprechendes Dividendendepot, wo man ein bisschen zurückschrauben kann, was die Wachstumserwartung angeht. Was ist die Nummer 3? Die Nummer 3 wäre Coca-Cola. Coca-Cola, auch eher so ein Basiswert, würde ich mal nennen. Bei Coca-Cola schauen wir mal, was wir da haben. Und zwar, Moment, Coca-Cola, hole ich mir mal ganz kurz hier die ISIN rein. Hier ist die ISIN und dann holen wir uns die auch in den Aktienfinder. Weil wenn ich einfach nur so Coca-Cola schreibe, das zeige ich euch mal, wisst ihr vielleicht nicht oder weißt du vielleicht nicht, dann gibt es ja noch ganz viele andere Coca-Cola-Aktien. Das sind die ganzen Abfüller von Coca-Cola. Sind auch Dividendenaktien, haben teilweise Coca-Cola outperformed sogar. Aber darum soll es an der Stelle nicht gehen. Wir wollen nur die eine Coca-Cola haben, die Nummer 3 der beliebtesten Dividendenaktien. Und hier ist sie auch, ist ebenfalls ein Dividendenaristokrat. Auch 61 Jahre Dividendensteigerung am Stück, genau wie Johnson & Johnson. Dividendenrendite liegt bei 3,4%,
Also ist quasi die höchste Dividendenrendite von den drei hier vorgestellten Aktien. Das mittlere Dividendenwachstum liegt so bei, ja, im niedrigen einstelligen Bereich lediglich, also das niedrigste Dividendenwachstum von allen Aktien. Gucken wir uns mal an hier, wie hoch die Dividendenrendite momentan ausfällt. Und da seht ihr hier die 3,4%. Und man sieht auch, dass es im historischen Mittel relativ hoch ist. Gab im Jahr 2020, noch gar nicht so lange her, schon mal ein bisschen mehr. Auch im Jahr 2018 gab es mal ein bisschen mehr und 2016. Aber in Summe, wenn wir mal so den 5-Jahres-Korridor rüberziehen, sieht man, dass immer noch, ist zwar nicht allzeit hoch die Dividendenrendite, aber es ist deutlich erhöht im Vergleich zum Mittelwert, zum langjährigen Mittel. Und man sieht ja, teilweise fällt die Dividendenrendite bei Coca-Cola auch deutlich unter 3%. Und auch hier haben wir Dividendenwachstum und irgendwann nehmen wir auch dann den 4% persönliche Dividendenrendite an beim Kaufkurs heute. Ja, die Renditeerwartung so im langfristigen Mittel, weil wir es auch gerade bei Johnson & Johnson gemacht haben, liegt hier bei Coca-Cola bei 6,1%. Das ist also quasi so ein Niveau wie Johnson & Johnson, ebenfalls ein Slow Grower. Und dann gehen wir mal in den Qualitätscheck. Slow Grower ist bei Coca-Cola eigentlich gar nicht so fair. Ich möchte mal zurückgehen hier auf den Aktienkurs, weil da sehen wir hier unten auch noch die Wachstumsraten. Und wenn ich hier mal ein bisschen näher reinzoome, dann sehen wir auch die jährlichen Wachstumsraten. Und Coca-Cola ist ein Unternehmen, das wird meines Erachtens auch sehr gut geführt. Und interessant ist, wie ich finde, dass das Wachstum sich beschleunigt hat. Und zwar seitdem Corona Gott sei Dank ausgelaufen ist und die Lockdowns ausgelaufen sind, haben wir hier ein organisches Wachstum, was zweistellig ist für einen Wert wie Coca-Cola. Und das Management hebt auch die Prognosen quasi von Quartal zu Quartal an. Und gerade gestern hat auch Pepsi, der Konkurrent Pepsi, neue Zahlen veröffentlicht und hebt ebenfalls wieder die Prognosen an. Denn eigentlich haben diese Unternehmen Gegenwind durch die relativ hohe Inflation, was erstens zu Kaufzurückhaltung führen könnte und zweitens natürlich führt zu steigenden Preisen, was zu Margendruck führen könnte. Jetzt heben aber sowohl PepsiCo als auch Coca-Cola die Preise an und zwar auch in den zweistelligen Bereich rein, 10-12%. Und die fahren gut damit, es kommt nicht zu einer Kaufzurückhaltung. Teilweise geht das Management noch hin, auch von Coca-Cola, und reagiert sehr gut. Zum Beispiel mit so neuen Value Bundles heißt das, wo man also guckt, dass diejenigen, die jetzt Geldprobleme haben, trotzdem sich noch die Produkte leisten können. Und das funktioniert. Das funktioniert so gut, dass das Gewinnwachstum hier im laufenden Geschäftsjahr zweistellig werden soll, jedenfalls auf den bilanzierten Gewinn. Und auch im nächsten Jahr nochmal. Und wir auch hier schönes Umsatzwachstum haben, was über das Umsatzwachstum eines Slow Growers hinausgeht in einer schwierigen Zeit. Das zeigt einfach, wie gut das Geschäftsmodell funktioniert. Und das ist quasi die Kehrseite der Medaille, aber jetzt die positive Kehrseite der Medaille einer moderaten Rendite. Also Rendite von gerade 6% plus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben sehr zuverlässige Gewinnentwicklung und dann eben auch Dividendenentwicklung. Natürlich, wenn man einen besseren Zeitpunkt, wenn man vor dem Kursverfall die Aktie gekauft hätte, hätte man eine Renditeentwicklung, Realität von 6,8%, also zwischen 6 und 7%. Gehen wir nochmal in den Qualitätscheck, schauen uns nochmal an, ob die Dividendenrendite sicher ist. Die Dividende basierend auf dem bilanzierten Gewinn, da gibt es ab und zu sogar eine Unterdeckung, haben wir jetzt schon gesehen, auf dem bereinigten Gewinn klappt es immer. Auch momentan ist alles im grünen Bereich, wenn wir uns den freien Cashflow anschauen. Da gibt es jetzt auch keine Dividendenschätzung, holen wir auch den operativen Cashflow rein. Dann sehen wir es auch alles im grünen Bereich. Also das ist alles in Ordnung. Viel näher möchte ich da jetzt an der Stelle nicht reingehen, könnte auch vieles dazu erzählen, sogar Coca-Cola. Aber ich denke, wir gehen jetzt gleich hier auf die Bewertung, weil wir ja wissen wollen, ob die Aktie momentan günstig oder eher teuer bewertet ist. Blenden wir auch hier den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn ein, der es in den meisten Fällen sehr gut zutrifft. Dann sehen wir hier auch, dass wir Überphasen der Über- und Unterbewertung haben, dass Coca-Cola relativ lange überbewertet war und wir momentan aber jetzt endlich sozusagen in die Phase einer Unterbewertung reingelaufen sind. Der faire Wert basierend aufs laufende Geschäftsjahr knapp 60 US-Dollar, Aktienkurs bei 54 US-Dollar. Und dann haben wir hier
die entsprechenden Steigerungen, fairen Werte basierend auf den Prognosen. Und dann hätten wir hier einen fairen Wert im Jahr 2026 von knapp 70 US-Dollar. Und das wäre ein Allzeithoch, weil vorher Allzeithoch bei um die 66 US-Dollar. Das würde dann einen kräftigen Renditeboost bedeuten, wenn man die Aktie heute kaufen würde und es dann so käme. Da hätte man dann eine jährliche Renditeerwartung von knapp 11%, jedenfalls bis 2026. Natürlich, das eigentliche Gewinnwachstum, das reine Gewinnwachstum an sich, das hätte sich auch ein bisschen beschleunigt tatsächlich. Das wäre dann 8,3%, weil, wie ich schon sagte, das Geschäft läuft richtig gut. Und im besten aller Fälle wird dieser Slow Grower, schaltet dieser Slow Grower Eingang zu und würde dann das Wachstum und auch die Renditeerwartung von 6,x% auf 8,x% steigen. Und das heißt jetzt in Summe, ähnlich wie Johnson & Johnson, Slow Grower, aber sehr solides Geschäft, bewährt sich einmal mehr und günstig bewertet. Das heißt, man hätte hier tatsächlich eine gute Einstiegsgelegenheit, wenn man Coca-Cola-Aktien haben möchte in seinem Depot. Ich habe keine Coca-Cola-Aktien. Ich bin in PepsiCo über das Starter-Depot investiert, aber nicht in Coca-Cola. Auch im Starter-Depot übrigens 20 Qualitätsaktien für den langfristigen Vermögensaufbau. Wir haben hier Echtgeld-Depots hier, ebenfalls kostenlos einsehbar. Verlinke ich am besten auch unten in der Videobeschreibung. Gibt es noch mehr Inspiration zu einzelnen Aktien und sogar zu kompletter Depot-Zusammenstellung, weil die Diversifikation ist ja auch wichtig. So, was fehlt jetzt noch? Ich wollte dir nur noch verraten, welches mein persönlicher Favorit ist. Von den dreien hier jedenfalls. Mein Favorit wäre BlackRock. Warum? Ganz einfach, weil da das dynamische Dividendenwachstum ist, beziehungsweise ich erwarte mir da das dynamische Dividendenwachstum als langfristiger Investor. Coca-Cola und Johnson & Johnson eher Slow Grower. Einfach deshalb. Wir haben hier aber noch viele andere sexy Aktien drinnen, die teilweise also wirklich günstig bewertet sind oder wo das Kauflimit zwar noch unter dem aktuellen Kurs liegt, wo wir aber dynamisches Wachstum haben, sowohl vom Gewinn als auch von der Dividende. Also da für jeden was dabei. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen. Jetzt viel Spaß dann bei der Liste der Top 50 Dividendenaktien. Dann wünsche ich dir auch noch ein glückliches Händchen bei der Aktienauswahl und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao.